Herzlich willkommen zum Podcast des Lamar-Instituts für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Mein Name ist Michael ten Hompel und ich bin einer der Direktoren des Lamar-Institutes neben den Kollegen Stefan Wrobel und Christian Baukage. Daneben bin ich aber auch noch Geschäftsführer und Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik und Inhaber des Lehrstuhls für Förder- und Lagerwesen hier an der TU Dortmund. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen näher bringen, warum wir denken, dass wir mit künstlicher Intelligenz und vor allen Dingen mit maschinellem Lernen zu besseren Lösungen in der Logistik kommen. Ich werde Ihnen dazu einige Beispiele zeigen. Der Titel meines kleinen Podcasts ist Lernen, was wir nicht verstehen. Aber wir denken, dass wir mit maschinellem Lernen besser und bessere Systeme schaffen können, insbesondere auch mit simulationsbasierter künstlicher Intelligenz. Aber dazu gleich mehr. Zunächst einmal kurzer Einblick in das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Es ist einer der größten Logistikinstitute der Welt und wir beschäftigen aktuell über 700 Menschen, haben im letzten Jahr über 850.000 Stunden im Rahmen der Logistikforschung abgerechnet und unser Budget ist aktuell über 50 Millionen Euro. Das Institut beschäftigt sich mit nichts anderem als Logistik, aber der gesamten Logistik und das fängt mit der Mobilität an. Diesen Bereich vertritt mein Kollege Uwe Clausen und der beschäftigt sich mit Mobilität auf Straße, Schiene, auf dem Wasser und in der Luft. Geht weiter über das Management, Supply Chain Management, wie es in der Logistik heißt. Dieser Bereich wird von meinem Kollegen Michael Henke vertreten. Und der Technik, und das ist eben mein Bereich, und Sie sehen hier so einige Impressionen aus dem Institut, aus unseren Laboren und von unseren Prototypen. Ja, aber warum künstliche Intelligenz in der Logistik? Nun, wir haben es in der Logistik häufig mit sehr großen Betrachtungsräumen zu tun. Das kann man ganz gut hier zeigen an einem Beispiel, an einem klassischen Logistikbeispiel, dem sogenannten Traveling Salesman Problem. Es geht darum, Abgabestationen möglichst kurzen Wegen miteinander zu verbinden. Dann möglichst kurzen Weg zu verbinden heißt, dass man da ganz viele Wegvarianten sich anschauen muss, um dann den kürzesten herauszusuchen. Und die Anzahl der Wege steigt mit der Fakultät, wie Sie es hier in dieser kleinen Formel auf der linken Seite sehen. Und das führt ganz schnell zu ganz, ganz großen Zahlen und damit zu ganz großen Betrachtungsräumen. Schon bei 62 Abgabestationen ist die Anzahl der möglichen Wege ungefähr so groß wie die Anzahl der Atome im Universum. Ja, ein vielleicht etwas verrückter Vergleich, aber er mag zeigen, um welch große Zahlen es sich häufig dreht und um welch große Betrachtungsräume. Und hier kommen wir sehr häufig an die Grenzen unserer Algorithmen und unserer Heuristiken. Und da kann uns, wie wir denken, helfen, maschinell zu lernen, um unsere Systeme zu verbessern. Und nun werden Sie vielleicht sagen, naja, 62 Abgabestationen, das ist aber schon viel, wenn ich das mit dem LKW abfahre. Ja, in der Tat, aber in unseren Verteilzentren, Distributionszentren. Da haben wir ganz häufig Situationen, wo wir sogar noch sehr viel mehr Aufnahme-Pickstationen und Abgabestationen haben. Und gleichzeitig müssen wir dann auch noch die Wege so optimieren, dass wir von schwer nach leicht kommissionieren, dass wir die Ressourcen optimieren, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig werden mit der Kommissionierung und vieles mehr. Das führt uns zu Problemen der multikriteriellen Optimierung und genau hier denken wir, dass wir mit künstlicher Intelligenz zu besseren Lösungen kommen. Ja, und noch extremer ist es, wenn wir dann gar keine festen Wege haben, sondern wenn wir die Fahrzeuge frei auf der Fläche verfahren lassen. Und das tun wir genau mit solchen Fahrzeugschwärmen, wie Sie sie hier in der Simulation sehen. Das sind zwei Beispiele, typische Verteilzentren für Pakete. Das Rote sind die Fahrzeuge, das Blaue sind die Aufnahmestationen und das Grüne sind die Abgabestationen. Und nach der Folie von eben müssen Sie sich nun vorstellen, sind die Wege noch nicht mal vorgegeben, sondern wir müssen sie erst berechnen, weil die Fahrzeuge sich frei auf der Fläche bewegen. Und das verkompliziert dann eben auch die Simulation und die Berechnung solcher Fahrzeugschwärme natürlich ganz enorm. Und das ist jetzt kein Problem, was irgendwie artifiziell ist, sondern wir arbeiten wirklich an solchen Fahrzeugschwärmen. Und Sie sehen hier die Simulation oben links und dann überblendet in die Realität, wie solche Fahrzeugschwärme aussehen, die eben Pakete oder dergleichen miteinander sortieren, im Schwarm sortieren. Und wir sehen, dass wir in der Simulation hier vieles lernen können, was wir dann auf die Realität übertragen, um diese Systeme eben
effizient steuern zu können. Auf der rechten Seite sehen Sie ein weiteres Problem, nämlich die Fahrzeugsteuerung selber. Hier kommen für die Lokalisierung sogenannte Vision-Systeme, kamerabasierte Systeme in Einsatz. Und das ist auch etwas, was wir mit künstlicher Intelligenz verbinden. Die ganz schnelle und rotationsinvariante Lokalisierung dieser Fahrzeuge ist alles andere als trivial. Und gleichzeitig ist alles andere als trivial, die Fahrzeuge so zu steuern, dass der rote Ball, der ist nicht festgeklebt auf dem Fahrzeug, liegen bleibt und gleichzeitig so präzise die Wege gefahren werden können, die jetzt eben als optimal im Schwarm vorausberechnet werden. Das verbindet die künstliche Intelligenz mit der Realität. Solche Fahrzeugschwärme, die verfügen ja über Sensorik, die nehmen eben ihre Umgebung wahr. Und wie Rodney Brooks es einmal gesagt hat, wird wirkliche künstliche Intelligenz erst dann entstehen, wenn wir sie mit der Realität verbinden. Und das genau tun wir ja, zum Beispiel mit solchen Fahrzeugschwärmen. Und das führt uns zur triangulären künstlichen Intelligenz, einem der ganz großen Themen bei uns im Lamar-Institut. Und das heißt, das führt uns zu der Verbindung von Daten, deren Verarbeitung zur Information, in der Verbindung mit Wissen, der Generierung von Wissen, der Übertragung von Erfahrungswissen zum Beispiel und der Verbindung dann eben mit der Realität, mit dem Kontext, in unserem Fall dann zum Beispiel eben mit Kamerasensoren. Wir nennen das trianguläre künstliche Intelligenz, KI hoch 3. Und wie gerade schon gesagt, ist das einer der großen Themen im Lamar-Institut, dieser Dreiklang aus Daten, Wissen und Kontext. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, künstliche Intelligenz und das digitale Kontinuum werden die Welt wahrscheinlich mal auf den Kopf stellen. Und Sie haben dazu gerade schon ein Beispiel gesehen. Dieser Schwarm autonomer Fahrzeuge ist ein Beispiel hierfür. Und dieses Rennen um diese neuen Märkte und diese neuen Technologien werden wahrscheinlich die Firmen gewinnen, die viele, viele Dinge zusammendenken, wie eben in der triangulären KI, Daten, Wissen und Kontext zusammendenken. Ich möchte Ihnen hier einige Beispiele bringen, was hier zusammengedacht wird und zusammengedacht werden muss. Fangen wir mal mit dem einfachsten an, mit sogenannten Vision-Systemen, Objekterkennung, kamerabasierte Systeme. Und Sie sehen hier ein Beispiel, was wir mit der Firma DAXA entwickelt haben. Das ist ein Logistikdienstleister. Der hat einmal 400, dann einmal 600 Kameras unter die Decke von zwei Verteilzentren gehängt. Intelligente Kameras, die dann scannen, was unter ihnen passiert, was im gesamten Umschlagzentrum passiert, die Paletten eben erkennen, die verfolgen können, die lokalisieren können. Die Menschen sind natürlich ausgepixelt, hierbei geht es also nur um das Scannen eben auch der entsprechenden Paletten und auch das grobe Vermessen der Paletten über sogenannte gravimetrische Verfahren, wo also mehrere Kamerasysteme aus unterschiedlichen Blickwinkeln grob die Paletten vermessen und dadurch kann man dann die Ladung wiederum optimieren, den Laderaum besser nutzen, in den LKW, in die Paletten gestellt werden. Aber das vielleicht Wichtigste hierbei ist, dass all diese Informationen übertragen werden auf einen sogenannten digitalen Zwilling, also ein digitales Abbild eines kompletten solchen Umschlagzentrums. Und das, was Sie hier sehen, ist das, was die künstliche Intelligenz, was die KI-Kameras sehen und analysieren. Und ich glaube, man kann sich schon ziemlich gut vorstellen, dass das natürlich eine super Ausgangsbasis ist, um dann eben auch weitere Algorithmen zum Einsatz zu bringen, um die Effizienz von solchen Umschlagzentren zu steigern. Das ist wirklich einer der digitalen Zwillinge, von denen so viel die Rede ist, auch gerade im Kontext von Industrie 4.0. Ja, wenn wir dann weitergehen, die einfache Analyse, Objekterkennung hin zum Prozess, also Prozesse analysieren. Da sehen Sie hier ein Beispiel, was wir mal für SAP realisiert haben. Da geht es um den Prozess, ein Paket zu kommissionieren und also Teile in das Paket zu legen, das Paket zu packen, Aufkleber drauf zu kleben und das Ganze dann in SAP zu buchen. Und das funktioniert eben hier auch mit Kamerasystemen, die dann solche Ankerpunkte, wie Sie auf der rechten Seite sehen, diese grünen Punkte, dann eben erkennen und analysieren als Parameter und daraus dann eben erkennen, das Paket ist gepackt, ist der Aufkleber aufgeklebt, ist das Paket dann auf die Fördertechnik aufgesetzt worden und dann wird der Prozess automatisch gebucht. Auch das
Ja, ein aktiver Einstieg der künstlichen Intelligenz in die Prozesse, in das Supply Chain Management. Ja, in der Verbindung mit dem Menschen geht es natürlich auch darum, ja, zu zeigen, was denkt denn eigentlich die künstliche Intelligenz? Was denkt die künstliche Intelligenz, wo welche Paletten stehen, welche Wege am besten zu gehen sind? Und das projizieren wir zum Beispiel hier als Augmented Reality mit einer Laserprojektion auf den Boden. Ohne Brille, ohne Handheld, ohne sonst was. Nicht? Die Menschen können sich völlig frei bewegen und verbinden natürlich dann die Augmented Reality wiederum mit ChatGPT oder ähnlichen Sprachmodellen, mit denen sie sich dann auch verständigen können. Und so entsteht dann eben ein Gesamtsystem, was wir Social Network Industry nennen, aber dazu gleich noch mehr. Nächster Schritt, ein wenig spooky, wie ich zugeben muss, die direkte Verbindung mit den Menschen. Aber auch hier geht die Entwicklung weiter und Menschen wie Elon Musk oder Thiele investieren stark in den Bereich, direkt den Menschen mit künstlicher Intelligenz zu verbinden. Und wir haben das hier eben auch experimentell einmal versucht und das hat ziemlich gut geklappt. Sie sehen, der Mensch trägt so einen Bügel hier, unser Kollege auf dem Kopf. Und da sind Sensoren, die dann die Gehirnströme abnehmen und die werden durch eine künstliche Intelligenz analysiert. Und es gelingt nach relativ kurzer Trainingszeit, gelingt es dann tatsächlich eben einfache Befehle aus den Gehirnströmen abzuleiten, das Fahrzeug zu rufen, dem Fahrzeug zu sagen, fahr den Scherenhobtisch hoch oder fahr wieder weg und bring das Paket eben an die entsprechende Abgabestation. Das ist grundlegende Forschung und ich wollte es hier einfach auch noch mal gezeigt haben, dass wir auch auf dem Gebiet tatsächlich forschen und wir nutzen diese Brain-Machine-Interfaces tatsächlich eben auch dafür den Menschen, indem wir Stresssituationen erkennen, indem wir auch erkennen, kognitive Ergonomie ist hier eben auch wirklich gut gewährleistet. Also auch das ein ganz wichtiges Feld im Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz. Ja, simulationsbasierte künstliche Intelligenz, da war ja gerade schon die Rede. Wir haben ja beim Fahrzeugsparen, beim Loadrunner schon gesehen. Hier nochmal ein anderes Beispiel, wo man ganz konkret sieht, wie präzise inzwischen auch die Simulationen, wie exakt die Simulationen die Realität wiedergeben, was uns in die Lage versetzt, in der Simulation mit entsprechenden Simulationsmodellen zu lernen und dann das Erlernte auf die Realität zu übertragen. In diesem Fall wird gelernt, eine Palette aufzunehmen und dieses Fahrzeug, was Sie hier sehen, da ist wiederum ein ganzes Stück künstliche Intelligenz verbaut mit ganz, ganz, ganz viel Sensorik, die wir an Bord haben. Und auch diese wird in die Simulation übertragen. Und dann können wir natürlich in der Simulation viel schneller als in der Realität lernen und trotzdem so lernen, genau so lernen, wie es in der Realität stattfindet. Ich würde es mal vereinfacht so sagen, das Fahrzeug erkennt tatsächlich nicht mehr, also Fahrzeugrechner, die Computerprogramme erkennen nicht mehr, ob sie in der Simulation unterwegs sind oder in der Realität. Die können das nicht mehr unterscheiden. So gut ist inzwischen die Simulation. Ja, und ich glaube, da wird sehr schnell klar, wenn man hier oben die Realität und die Simulation eben sieht, wie exakt das übertragen wird, dass das ein wirkliches Zukunftsszenario ist. Mehr und mehr werden diese Fahrzeuge dann zu Avataren künstlicher Intelligenz. Und hier sehen Sie ein anderes Beispiel, das ist der sogenannte Evobot, eine neue evolutionäre Stufe der Robotik, wie wir denken. Ein Fahrzeug, ein Doppelpendel, was sich permanent ausregelt. Nebenbei gesagt, dieses permanente Ausregeln des Doppelpendels, das ist gar nicht künstliche Intelligenz, das ist klassische Regelungstechnik. Das können wir nämlich algorithmisch abbilden. Aber künstliche Intelligenz ist dann die Abbildung Schwarmverhaltens, was wir auf der linken Seite sehen, wo die Fahrzeuge üben, miteinander klarzukommen. Und zum Beispiel eben aber auch Fahren in unbekannten Umgebungen, wie wir es gerade auf der Hebebühne sahen, auf der rechten Seite. Das sind Dinge, die wir in der Simulation lernen, besser lernen können, teilweise in der Realität, weil in der Simulation gehen die Fahrzeuge nicht kaputt und wir können viel, viel schneller lernen als in der Realität. Ja, das ist schon ziemlich spannend. Hochleistungsfahrzeuge mit 10 Meter pro Sekunde unterwegs. 36 Stundenkilometer sind das. Das sind schon große Herausforderungen dann auch für die Vision-Systeme. Der Evobot hat Augen und auch das sind wieder Fragen künstlicher Intelligenz. Ja, aber diese Verbindung, das wollte ich Ihnen auch gerade noch mal näher bringen. Wir nennen das digitales Kontinuum. Bindung von Simulation und Realität ist hier noch einmal dargestellt. Die Simulation lernt, in der Simulation wird gelernt mit entsprechenden Modellen.
Und das wird dann kontinuierlich auf die Fahrzeuge übertragen. Und die Fahrzeuge wiederum schicken ihre Sensorinformationen wiederum zurück. Und daraus werden wieder Daten gemacht und Informationen und Modelle gemacht, die dann wieder das Modell verbessern und das Lernen verbessern aus der Realität und in der Simulation. Und das als geschlossener Kreislauf, das nennen wir das digitale Kontinuum für Roboter in diesem Fall. Ja, ihr Lieben, Sam Altman hat mal diesen Satz gesagt, hier, künstliche Intelligenz wird mal zum Ende der Welt führen. Das glaube ich wirklich nicht. Aber es wird die Welt ganz bestimmt massiv verändern. Aber in der Zwischenzeit wird es eben auch gute Geschäfte geben und tolle neue Unternehmen geben. Und darauf möchte ich noch mal ein Stück weit eingehen, insbesondere weil ich denke, dass wir in Europa kaum eine Firma haben, die groß genug ist und über genügend Ressourcen und Motivation und Geld verfügt, um so diese Gesamtheit dessen, was wir hier als digitales Kontinuum und als künstliche Intelligenz nicht nur in der Logistik sehen, eben, abbilden zu können. Das wird ein einzelnes Unternehmen gar nicht schaffen können. Deswegen sind wir hingegangen und haben in der Logistik eine Stiftung initiiert. Die Unternehmen haben das gegründet und haben Stiftungsgeld, Stiftungskapitalerschenkungen eingebracht, wo wir die Basis, ein Ökosystem schaffen wollen für die Entwicklung in der Logistik, aber teilweise auch in der künstlichen Intelligenz. Sie finden zum Beispiel einige der Frameworks für künstliche Intelligenz der Vision-Systeme, die Sie gerade gesehen haben. Da finden Sie die Basis-Frameworks eben auch hier als Open Source in dieser Foundation. Und wir denken, wir wollen damit so ein Linux für künstliche Intelligenz, ein Linux aber vor allen Dingen für die Logistik schaffen, wo dann eben so die Basisfunktionalitäten, ein Ökosystem, die Commodities abgebildet sind und wir zu gemeinsamen Standards kommen und eine gemeinsame Basis schaffen, um daraus dann natürlich nicht mehr Open Source dann entsprechende Produkte oder so zu entwickeln, neue Unternehmen zu gründen. Ich denke, das ist auch für Startups sehr wertvoll. Ja, das auch hier einmal ganz deutlich gesagt, ich bin der festen Überzeugung, wir kommen hier nicht mehr alleine durch die Tür. Wir müssen uns zusammentun, eine Basis schaffen. Es geht hier nicht um konkurrierende Entwicklung, sondern hier geht es um Commodities, mit denen wir dann eine bessere Ausgangsposition schaffen, um daraus dann eben auch wieder neue Produkte, Entwicklungen zu schaffen. Also das ist der Odin. Und der Odin, der ist da, das Simulationsmodell und auch die Programme, Kommunikation und ganz vieles, aber vor allen Dingen das komplette Simulationsmodell, damit die komplette Produktion, Konstruktion dieses Fahrzeugs ist dort zu finden als Open Source. Und hier möchte ich auch wirklich aufrufen, nutzen Sie das. Wir arbeiten hier auch sehr eng mit Nvidia und den ISAAC-Simulatoren und Omniverse-Animationen zusammen. Und nutzen Sie das und nutzen Sie eben auch diese Modelle und die Softwarekomponenten und werden Sie Mitglied der Community und lassen Sie uns sehen, das ist alles noch am Anfang, wie wir die Welt hier ein Stück weiter drehen können. Ja, aber nochmal zurück zum Menschen und ja, zur Interaktion mit künstlicher Intelligenz. Wir denken, dass wir in naher Zukunft soziale Netzwerke haben, in denen Menschen und Maschinen künstlicher Intelligenz partnerschaftlich zusammenarbeiten werden. Und das meine ich ganz konkret, wirklich in unseren Distributionszentren, in unseren Produktionsstätten geht es in Richtung dessen, was wir eine Social Network Industry nennen, nämlich diese partnerschaftliche Verbindung in sozialen Netzwerken, auf Basis sozialer Netzwerken von Menschen und Maschinen. Und hier werden wir einige grundlegende Fragen beantworten müssen, nämlich wie sieht denn das soziotechnische System der Zukunft aus, wenn sich die künstliche Intelligenz so rasant weiterentwickelt, wie wir das jetzt gerade mit ChatGPT und den großen Sprachmodellen zum Beispiel erleben. Wie sieht denn dieser Dreiklang von Mensch, Maschine, Technik und Organisation in Zukunft aus, dieses soziotechnische System. Und wie integriert sich die KI hoch drei, wie integriert sich dieser Dreiklang aus Content, Daten und Wissen, die wir zusammenführen im Lamar-Institut? Wie integriert sich das denn miteinander?
so dass es den Menschen nutzt, weil wofür machen wir das denn alles? Am Ende wollen wir doch die Welt ein Stück weit besser machen und das wird nur zu erreichen sein, wenn wir eben auch ein menschliches, ein gutes soziotechnisches System hier entwickeln und weiterentwickeln. Und das werden wir nicht alleine erreichen. Die Zeit der Entwicklung im stillen Kämmerlein, die ist wirklich vorbei. Wir müssen uns zusammentun, zum Beispiel in der Open Logistics Foundation, in unseren Forschungsprojekten und Initiativen im Lamar-Institut. Und hier mein Aufruf wirklich, kommen Sie dazu und lassen Sie uns Wissen teilen, lassen Sie es uns weiterentwickeln. Und ich habe hier einmal symbolisch die gelbe Wand, komme ja hier, spreche hier aus Dortmund zu Ihnen, abgebildet. Und hier lassen Sie mich auch sagen, ist es ganz wichtig, nicht auf der Tribüne stehen zu bleiben, sondern wir müssen aufs Spielfeld. Wir müssen aus dieser Zuschauerrolle, die viele von uns eben auch noch innehaben und verfolgen, sagen, ja, ich gucke erst mal, wie sich das mit KI entwickelt. Nein, wir müssen aufs Spielfeld und das müssen wir zusammentun nach dem Motto, never walk alone.